Ja, einen schönen Abend von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich leiste von einer anderen Seite her einen Beitrag zum Thema für diesen Abend. Ich bin seit vielen Jahren in der österreichischen Grundeinkommensbewegung aktiv. Es geht um ein Grundeinkommen, das existenzsicher sein soll, das personenbezogen sein soll, das bedingungslos sein soll und als soziales Recht gewährleistet. In dieser Debatte um ein Grundeinkommen, in diesem Engagement für ein Grundeinkommen, habe ich immer beides betont, nämlich, dass es einerseits diese Form einer monetär bedingungslosen Leistung braucht, aber genauso eine gut ausgebaute, für alle zugängliche, leistbare Infrastruktur in den Grundversorgungsbereichen wie Wohnen, Energie, Kinderbetreuung, Pflege, Gesundheit etc. Diese Zweibeinigkeit kommt mir unverzichtbar vor für eine Gesellschaft mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Es gibt aber noch eine zweite, so eine Zweibeinigkeit, so einen engen Zusammenhang, der mir wichtig ist, wenn ich an eine Gesellschaft mit Grundeinkommen denke, nämlich, dass es ein Grundeinkommen sein soll, das nicht nur ein Mehr an sozialer Sicherheit für alle Menschen bringen soll, sondern auch eine größere Freiheit in der Lebensführung. Und das ist eine Perspektive, die mir besonders vom Gesichtspunkt der Frau her ganz, ganz wichtig ist. Mehr Sicherheit, aber auch mehr Freiheit in der Lebensführung. Für die Debatte hier in Leipzig war ich jetzt gefordert zu überlegen, ob ich argumentieren kann oder zu Argumenten komme, ob einer dieser beiden Pfade, nämlich Grundeinkommen oder eine Grundsicherung durch eine Infrastruktur, der bessere, schnellere, wie auch immer, Weg zu einer Postwachstumsgesellschaft sein könnte. Nicht nur bezogen auf diese beiden Instrumente, sondern auch darüber nachzudenken, ob die Zielvorstellungen, ob die Konsequenzen des einen und des anderen Instrumentes gegeneinander abzuwiegen wären. Also Dinge wie Bedingungslosigkeit, Emanzipation, Autonomie, Sicherheit, Versorgtheit. Ich bin zu diesem Podium eingeladen, einerseits um aus einer feministischen Perspektive hier Gedanken vorzutragen, andererseits aber auch sozialethische Positionen hereinzunehmen. Und das möchte ich zu einer Vorbemerkung nutzen, von der ich glaube, dass sie Sinn macht im Hinblick auf die Anforderungen, vor der wir stehen, egal welche Form von alternativer Gesellschaft wir uns vorstellen. Es geht dabei um die Idee, dass wir menschlich, geschichtlich in einem Gesamtprozess einer Entwicklung drinnen stehen, dass sozusagen auch eine Gesellschaft mit Grundeinkommen oder eine Degrowth-Gesellschaft nicht das Ende dieser menschlich-geschichtlichen Entwicklung sein wird. Und in dieser gesamten Entwicklung geht es permanent um nichts anderes als um die Bestimmung der Bedingungen menschlicher Freiheit, menschlichen Gelingen und menschlichen Glücks. Das ist permanent das, was wir in diesen Entwicklungen von alternativen Gesellschaftsformen zu leisten haben, was uns gelingen soll. Und das ringen wir, denke ich. Mindestens seit der Neuzeit gehört zu dieser Glücksbilanz einer Gesellschaft auch dazu, dass wir überhaupt Zukunft denken können. Und erst seit eigentlich wenigen Jahren haben wir verstanden, dass wir nur Zukunft denken können, wenn wir Natur, natürliche Ressourcen, unseren Umgang mit Umwelt und Mitwelt mitdenken in diesem ganzen Prozess. Wie ein Sozialethiker Wilhelm Korff das ausdrückt, es zahlt sich auf Dauer kein Fortschritt aus, der nicht von der Natur mitgetragen ist. Mit dieser Vorbemerkung möchte ich sagen, egal welche Alternative zum bestehenden System wir uns vorstellen, wir können anfangen, diese Zukunft zu denken, ohne uns selber damit im Weg zu stehen zu müssen, dass wir annehmen, wir müssen irgendwie andere und bessere Menschen werden, um diese Zukunft denken zu können oder um es zu schaffen, diese Transformationen zu leisten. Zurück zur Pfadtauglichkeit. Gibt es so etwas wie einen Versus zwischen der monetären Leistung des Grundeinkommens oder der Grundsicherung und Infrastruktur? In der herrschenden kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Ordnung verstehe ich das bedingungslose Grundeinkommen in erster Linie als eine Stärkung der Verhandlungsmacht von Einzelpersonen und Gruppen am Erwerbsarbeitsmarkt gegenüber sozialstaatlichen Repressionsstrukturen, aber letztendlich auch gegenüber uns selbst, gegenüber den sozialisierten Zwängen und Ideologisierungen in der geltenden Ordnung der Arbeit.
Und in der herrschenden geschlechterhierarchischen Ordnung verstehe ich das bedingungslose Grundeinkommen als eine Stärkung der Verhandlungsmacht von Frauen im Rahmen sozialer Beziehungen und der damit verbundenen Roll- und Arbeitsteilungen, in familiär-verwandtschaftlichen Beziehungen, in den frei gewählten sexuellen Beziehungen, aber eben auch gegenüber uns selbst, gegenüber den sozialisierten Zwängen und Ideologisierungen der geltenden Geschlechterordnung. Bei dieser Stärkung der Verhandlungsmacht glaube ich, dass das Grundeinkommen auch die entsprechende konkrete materielle Grundlage bietet, die es dafür braucht, nicht nur in der Theorie sich gestärkt zu fühlen in der eigenen Verhandlungsmacht, sondern auch die materielle Basis dafür zu haben, wirklich Nein zu sagen zu dem, woran man nicht mitwirken möchte. Gerade aus der Perspektive von Frauen denke ich daher das Grundeinkommen als ein keineswegs garantiertes, aber zumindest in einem Sinn eines Potenzials, ein Instrument mit einem großen Potenzial zur Erhöhung der Freiheit in der Lebensführung. Unschwer, auch jetzt, wenn ich keine Zeit habe, konkrete Beispiele auszuführen, wird aber, glaube ich, auch schnell greifbar, dass eine Freiheit in der Lebensführung gerade auch für Frauen nicht zu garantieren ist, wenn es auf der anderen Seite nicht ein Angebot an Grundgüter gibt, wenn es nicht eine Infrastruktur in der Daseinsvorsorge gibt. Das heißt, an diesem Punkt kann ich nur noch einmal unterstreichen, womit ich schon begonnen habe, dass in einem gesellschaftlichen Grundeinkommen für mich beides ganz wichtig ist, die monetäre Leistung und die Verfügbarkeit einer entsprechenden Infrastruktur. Das möchte ich jetzt weiter noch prüfen im Hinblick auf Demokratie- und verteilungspolitische Fragen, die sich am Weg zu einer Postwachstumsökonomie stellen. Ich denke, es wird so sein, dass am Weg zu einer Degrowth-Gesellschaft und in dieser dann erst recht andere Konsum- und Produktionsweisen gelten werden als jetzt, dass es andere politische Aushandlungsstrukturen geben wird als jetzt. Alle diese veränderten Gesellschaftsmodi müssen sich aber dafür eignen, dass sie wie in allen demokratischen Zusammenhängen auch die Erwartungen, die berechtigten Erwartungen der Bürger und Bürgerinnen erfüllen, nämlich dass alle dieselben Freiheiten und Rechte haben und dass alle auch die vergleichbaren Chancen haben, die Entwicklung der Gesellschaft im eigenen Interesse zu beeinflussen. Und diese Sicherstellung, die demokratiepolitisch eminent wichtig ist, dass diese Erwartungen erfüllt werden der Bürger und Bürgerinnen, braucht auch wieder natürlich Strukturen, braucht aber auch wieder eine materielle Grundlage, braucht genug Einkommen, genug Güter und Dienstleistungen sowie genug Anteil am gesellschaftlichen Reichtum, um eben gleichberechtigt die gesellschaftliche Entwicklung beeinflussen zu können. Auch verteilungspolitisch ist es eine ganz wichtige Perspektive, dass es beides gibt. So persönlich möchte ich aber sozusagen nicht enden, sondern noch mit einer Frage zuspitzen. Und zwar mit der Frage, ob nicht monetäre Leistungen, nämlich diese Grundsicherung über Infrastruktur, letztlich doch die Radikalität wirklich haben können, die eine monetäre Leistung in Form eines Grundeinkommens hat, nämlich eine Radikalität im Hinblick darauf, eine ausreichende Freiheit an Lebensführung zu garantieren, ein Wunsch, den ich ja schon an den Anfang meiner Ausführungen gestellt habe. Ich denke mir, bei den Aushandlungsprozessen in Richtung einer Grundsicherung durch Infrastruktur wird die Leitfrage sein, was soll zur Verfügung stehen, es wird eine Orientierung am Gemeinwohl geben, es wird um das Prinzip gehen, um das wichtige Prinzip gehen, Gleichheit ist Glück. Eine individuell garantierte monetäre Ressource wie das Grundeinkommen kann und soll aber in solchen Prozessen auch einer Postwachstumsökonomie die Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, eigenständig, produktiv und gestaltend zu werden, wo es eine Erweiterung des Angebotenen und Bestehenden gibt und auch gerade dort, wo es eine Verweigerung dieser Grundsicherung durch Infrastruktur aus der Perspektive einer Person oder einer gesellschaftlichen Gruppe geben soll. Diese monetäre Leistung, diese Ausgestaltung aus dem Grundeinkommen hat in meinen Augen, gerade auch wieder aus der Perspektive von Frauen, diese Qualität des Nein-Sagen-Könnens, die ich auch für eine Postwachstumsgesellschaft für sehr wichtig halte.